Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Magic Bieber aus einem Bungalow, aus den Ferien, nicht in meiner gewohnten Umgebung und deswegen auch auf die allernötigste Technik beschränkt. Deswegen, falls ihr irgendwelche Mängel sind in der Ton- oder Videotechnik, seht es mir bitte nach, ich bin da selber nicht mit zufrieden. Auf jeden Fall stelle ich heute einen Blaster vor. Dies ist eine Kooperation, also eine Zusammenarbeit aus Hasbro und Disney. Denn heute geht es um einen Blaster aus dem Film Star Wars The Force Awakens. Hier haben wir den Blaster von Rey, vielleicht kennt ihr einer von euch, falls nicht, hier oben ist ein Bild von ihr, hier unten natürlich auch nochmal, damit wir schön den Blaster sehen können, der hier kopiert wurde. Darum geht es hier nämlich. Der Blaster wurde kopiert, wie wir sehen können, in ein paar anderen Farben. Und was haben wir sonst noch so auf dem Karton? Wir haben hier stehen, dass der Blaster ab 6 Jahren alt ist. Ich hätte fast 9 gesagt, weil es auf dem Kopf war. Außerdem haben wir hier 4 Pfeile mitgeliefert. Diese sind, wie man hier hinten erkennen kann, blau. Außerdem soll der Blaster ganze 20 Meter weit schießen. Ob das so stimmt, werden wir natürlich noch herausfinden. Aber jetzt geht es erstmal ins Auspacken. Hier gibt es natürlich auch noch einen Text, aber den lese ich nicht vor. Nee. Reinschere. Und hier gibt es einige Strippen. Die gehen recht schnell durch. Aber eine vergisst man immer. So. Das mache ich jetzt hier auch mit dem. Hier haben wir Warnhinweise und eine Bedienungsanleitung. Wozu auch immer. Als ob ich die brauche. Und natürlich noch die Pfeile. Ich glaube nicht, dass das so funktionieren soll, aber... So, weg mit dem Karton. Hier haben wir also diese typischen Star Wars Pfeile. Blau mit dem Star Wars Emblem drauf. So, natürlich auch noch mit blauer durchsichtiger Spitze, damit es so aussieht, wenn der Blaster dann schießt, als würden das hier Laser, Photonen, Megaschüsse sein. Aus einem echten Star Wars Blaster. Apropos, den haben wir natürlich auch noch. Zeig ihn mal hoch. Der ist ziemlich groß, der Griff lässt sich sehr gut anfassen. Wieder schon bei dem Han Solo Blaster der Fall war. Jedoch habe ich hier bemerkt, ich halte mal nebeneinander hier. Ja? Jedoch habe ich bemerkt, dass dieser Griff hier ein bisschen mehr angewinkelt ist. Weiß nicht, ob einem das so gefällt. Naja, es geht eigentlich. Aber ich finde den anderen Blaster da mit dem Griff schon ein bisschen besser. Wobei ich hier sagen muss, anders als bei dem hier, wackeln die Griffschalen nicht. Das ist hier ein sehr fester Griff und relativ groß dabei. Kann also auch für die Erwachsenen genommen werden. Generell dieser Blaster, ein ziemlich großer Handblaster. Das liegt auch an der der Funktion hier vorne. Wir haben hier nämlich ein internes Magazin. Das heißt, wir machen hier oben auf, stecken Pfeile rein und können die dann nacheinander abschießen. So wie bei dem hier. Ich sehe da einige Gemeinsamkeiten. Und der Mega Magnus, die ich allerdings nicht so toll fand. Okay, was haben wir sonst noch so zum Angucken? Wir haben hier weder Kimme noch Korn. Na gut, wir haben beides irgendwie, aber das zählt irgendwie nicht. Wir haben hier... Was ist das? Das ist doch kein richtiges Korn. Das ist aus Versehen da gelandet. Und das hier ist keine Kimme. Nicht wirklich. Trotzdem kann man damit halbwegs zielen. Ich finde trotzdem das Scope vom Han Solo Blaster besser. Aber muss ausreichen. Hier unten haben wir auch noch eine Tactical Rail, genauso wie beim anderen. Und vom Aussehen her, wir haben 2 Logos drauf. Einmal von... Bitte seht es mir nach, ich weiß nicht genau, was es ist. Und außerdem Star Wars. Weiß von den ganzen Seiten. Was mir jetzt persönlich nicht so sonderlich gut gefällt, wir haben auf dem Karton gesehen, dass es hier so ein Grau ist, so ein Metallic. Und dann haben wir sowas Weißes. Jetzt aber genug davon. Jetzt wollen wir den Blaster erstmal befüllen. Hier sehen wir also diesen Schlitten, oder besser sehen wir nicht, denn der ist ziemlich gut getarnt. Auf jeden Fall können wir den der Länge nach einfach zur Seite schieben. Und hier sehen wir schon das interne Magazin. Einfach unsere 4 Pfeile nehmen und dort hineindrücken. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nicht 6 sind, so wie normalerweise bei den meisten Blastern mit Magazin. Aber gut, hier war man auf diesen Platz beschränkt und das muss reichen. Alle Pfeile drin, jetzt können wir auch schon mal schießen. Und das fliegt eigentlich ganz gut. Ich weiß nicht, ob das 20 Meter sind, das muss ich noch testen. Aber an sich sieht gut aus und ich mag die Idee des internen Magazins. Man kann hier also ganz leicht Munition einfach aufheben, Schlitten nach hinten und reindrücken. Man braucht nicht erst das Magazin rausnehmen, um das tun zu können. Das finde ich sehr lustig, aber ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich das abschieße, dann fliegen die Pfeile erstmal noch 1 Meter nach oben, gefühlt. Hier könnt ihr auch noch mal kurz in den Lauf sehen, der ist auch recht cool gemacht. Aber jetzt erstmal genug davon, wollen wir natürlich noch mal im Praxistest ausprobieren. So heißen dem Schusstest. Also Leute, viel Spaß mit dem Schusstest. So, unter all dieser brütenden Hitze machen wir jetzt den Schusstest zu diesem Star Wars Blaster. Vorher möchte ich nochmal ganz kurz zeigen, wo man hier schon Urlaub macht. Riesiger See,
mitten im Centerparks Bisping und da hinten Hausboote. Sind natürlich recht teuer zum drin wohnen, aber ich habe dort mal ganz kurz Urlaub gemacht. Es war so geil, der ganze See zugefroren, aber war trotzdem ziemlich geil und ich würde auch generell gerne mal auf dem Hausboot leben. Einfach mal mitten auf, keine Ahnung, dem Schweriner See chillen, sich in den Schlaf wiegen lassen, keine Ahnung. Ich bin ein kleiner Poet. Auf jeden Fall können wir den Blaster laden, jetzt mal ohne Pfeile zum Zeigen. Und da habe ich vorhin vergessen zu erwähnen, wir haben hier keine Ladeklappe, aber dafür diesen orangenen kleinen Knopf. Was, ein orangener Knopf? Der bringt uns doch gar nichts. Kein Problem. Wir drücken hier und können dann ganz einfach da den Schlitt nach hinten nehmen. Ohne irgendwelche Probleme. Das nutze ich jetzt mal ganz kurz, um meinen Blaster zu befüllen. So. Zwei Schüsse. Ne, Mist. Man muss darauf achten, keinen Sand ins Getriebe zu bekommen. Besonders am Strand. Zwei Pfeile werde ich gerade ausschießen, zwei nach oben und dann kann es losgehen. Mit dem Blaster habe ich öfter mal Ladehemmungen. Der Star Wars Blaster von Han Solo hat sich da besser gehalten. Vielleicht liegt es auch in meinem Exemplar, aber ich habe da ein paar Probleme mit. Hier, seht ihr? Das funktioniert irgendwie nicht. Vielleicht ist die Feder nicht stark genug. So, jetzt mal ganz vorsichtig. So. Das wirkt nicht. Das geht nicht. Der geht wieder. Vielleicht liegt es auch am Pfeil. Los geht wir hinterher. Einer der Pfeile ist hier gelandet, bei 8,40 Meter. Der nächste hier hinten bei 11 Meter und unser heute einziger gerade geschossener, der ist bei 19,50 Meter bzw. 60, je nachdem, was man misst. Okay, Licht, hässlich für die Augen. Auf jeden Fall, was kann man dazu sagen? Es ist ein netter Blaster, sehr stabil, wie ich finde. Und ich wollte mal ganz kurz darauf eingehen, beim Han Solo Blaster, da war der Griff schön gerade und sehr dünn. Der hier ist sehr viel zu groß, aber dafür angewinkelt. Und angewinkelt ist in diesem Fall besser, weil der schön frontlastig ist. Wind. Deswegen würde ich sagen, hätte man eine Kombination daraus gemacht und beides vereint, das wäre so geil gewesen. Aber so wie es jetzt ist, würde ich sagen, der hier mit Ladehemmung kann auch mein Exemplar sein. Den finde ich nicht ganz so geil wie den Han Solo Blaster, aber trotzdem noch eine nette Idee. Für einen Star Wars Fan also ein super Geschenk, muss man nur gucken, dass man den günstig findet. Ansonsten mag ich das interne Magazin und das ganze Design von dem Ding. Jetzt funktioniert es immer noch nicht. Auf jeden Fall wünsche ich euch noch viel Spaß. Wir sehen uns nächsten Sonntag, denn da gibt es das nächste Nerf-Video. Bis dann, macht's wie ich und beißt euch durch. Euer Magic Bieber. Ciao.